Gegenstände und Kleidung wurden bereits damals in hölzernen Truhen und Schränken aufbewahrt. Luftig im Sommer, aber zugig und kalt im Winter dürfte es im Obergeschoss gewesen sein. Eine neue Hofstruktur mit Wohnen, Scheune und Stall unter einem Dach setzte sich durch. Die Kochstelle bekam einen Rauchabzug und der Siegeszug des Kamins begann. Auch der Backofen war an einen Kamin angeschlossen. Wenn auch nach heutigen Begriffen alles sehr spartanisch aussieht, so war das Leben doch bereits viel einfacher geworden. Fortschreitende Erkenntnisse im Bau und in der Schreinerei vereinfachten das Leben weiter. Erst richtig gemütlich aber wurde es in der guten Stube, als Kanonenofen und Kachelofen Einzug hielten. Auch in den Schlafräumen wurde es immer angenehmer. In den reichlich verzierten hölzernen Bettstellen sorgte der Strohsack für Wärme. Der tönerne Nachttopf ersparte den nächtlichen Gang nach draußen. Schließlich wurde gar die Schlafzimmerheizung erfunden und damit das Leben vollends angenehmer gemacht. So könnte ein Schlafzimmer um 1900 ausgesehen haben. Auch in der Küche gab es weitere Fortschritte. Und wer erinnert sich nicht an den gusseisernen Küchenherd für Holz und Kohle, welcher weit in die 50er Jahre genutzt wurde? Die Handpumpe ersetzte den Ziehbrunnen. Doch erst die Wasserleitung mit Wasserhahn im Haus eröffnete neue Welten. Die Zinkwanne diente damals als Familienbad. Auch mit der Hygiene ging es stramm voran. Vom freistehenden Häuschen zum Anbau und letztlich zur Integration im Gebäude. Der Flachsanbau war im 18. und 19. Jahrhundert ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in der Region. In Bündeln geerntet und getrocknet, wurde durch Kämmen der Samen entfernt. Durch Klopfen wurde die harte Hülle aufgebrochen und die verbleibenden Fasern durch erneutes Kämmen gereinigt. Schließlich händisch fein gekämmt, wurden die Faserbündel zu Faden gesponnen. In Webstühlen wurde damit Tuch hergestellt, welches gewaschen, getrocknet und danach gefärbt oder bedruckt zur Herstellung von Kleidung verwendet wurde. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Flachs von der Baumwolle vollends verdrängt und der Anbau gänzlich eingestellt. Um etwa 1900 war die Hauptstraße noch unbefestigt, doch Alleebäume gab es bereits damals. Genau nachvollziehbar ist es heute nicht mehr, aber wie es scheint, wurde sie in den 30er Jahren erstmals befestigt. In den 50er Jahren schließlich erhielt sie einen soliden Fahrbahnbelag und Gehweg abgrenzende Randsteine. Die Hauptstraße verlief damals in der Ortsmitte über den Kirchplatz und Langholztransporte hatten Mühe, die scharfen Kurven zu umfahren. Um das Problem zu verringern, wurde am Gasthof Kreuz kurzerhand die Eckmauer abgeschrägt. In den 70er Jahren dann der Beschluss, die Straße zu begradigen. Das im Weg stehende Straußhaus wurde abgerissen und der frühere Schulgarten dahinter
aufgelassen. 1977 wurde das etwa 100 Meter lange Straßenstück gebaut und damit eine kurvenfreie Ortsdurchfahrt geschaffen. Historisch kann man davon ausgehen, dass die Mindel aufgrund der flachen Umgebung Pfaffenhausens den Ort mit mehreren Armen durchquerte. Bei normalem Wasserstand waren die gemächlich fließenden Arme des Baches eher vorteilhaft für die nahen Anwohner. Bei Hochwasser jedoch wurde der Bach zum reißenden Fluss und Überschwemmungen bargen jahrzehntelang große Gefahr für Gebäude, Mensch und Tier, wie diese Bilder zeigen. Selbst das Blindenheim blieb von den Fluten nicht verschont. Zur Abwehr von Hochwasser wurde das Bachbett der Mindel 1966 etwas nach Osten verlegt. Dabei wurden die neuen Uferböschungen erhöht und befestigt. Somit wurde die Überschwemmungsgefahr für den Ort weitgehend gebannt. Die Volksschule Pfaffenhausen war bis 1959 im heutigen Verwaltungsgebäude am Kirchplatz untergebracht. Und wo heute die Hauptstraße, befand sich damals der Schulhof. Das Dorfschulmuseum in Dachsberg vermittelt einen Eindruck davon, wie es auch an der Volksschule Pfaffenhausen damals ausgesehen hat. Aufgrund schwacher Schülerjahrgänge wurden immer mehrere Jahrgangsstufen in einem Klassenzimmer gemeinsam unterrichtet. So auch in Pfaffenhausen. Walter Beck erklärt das Prinzip des damaligen Mehrklassenunterrichts. Wir sehen hier den Tagesplan einer einklassigen Volksschule. Es sind 8 Jahrgänge in einem Raum zusammengefasst. Was Sie hier rot sehen, das ist der Direktunterricht Lehrer-Schüler. Hier in dem Fall Heimatkunde, 3., 4. Klasse hat Heimatkunde, 1. und 2. Klasse haben Stillarbeit, sie müssen schreiben, lesen. Die Großen haben Altkunde, einen Text zu lesen, Seite 34. In der 2. Stunde rechnen, 5., 6. Es wird Einführungsstunde sein, wenn man das Dreieck berechnet. Die anderen Klassen haben alle Stillarbeit, rechnen. Nächste Stunde singen, das machen alle miteinander und wir lernen uns grüßen. Und so geht's weiter. Von dem erhöhten Lehrertisch aus hatte die Lehrkraft immer alle Schüler im Blick. Und umtriebige Kinder durften schon mal zur Strafe den Spucknapf säubern. Erstklässler lernten Worte und Lesen mit dem Setzkasten und auf den 2er Schulbänken wurde das Schreiben mit Tinte erlernt. Neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen, heute Mathematik, war auf dem Land auch die Kunde der Natur wichtig. Die Anschauungsobjekte dazu lieferte die Natur selbst. Der Schulranzen. Er musste damals wie heute täglich zur Schule mitgebracht werden, enthielt er doch alle zur damaligen Zeit notwendigen Lernmittel. Thank you.
1959 wurde die neue Schule an der Schulstraße eröffnet. 1970 wurde der Schulverband Pfaffenhausen, bestehend aus den Gemeinden Breitenbrunn, Oberrieden, Pfaffenhausen und Salgen, gegründet. Aufgrund anwachsender Schülerzahlen musste die Schule in verschiedenen Bauabschnitten mehrfach erweitert werden und 2003 wurde sie grundsaniert. Heute bietet die Haupt- und Mittelschule Platz für etwa 800 Schüler. In moderner Gestaltung und angenehm hellen Klassenzimmern finden die Schüler ein fortschrittliches Lernklima. Und hochmoderne Einrichtungen fördern eine zeitgerechte Ausbildung für den Lebensweg. Daneben bietet die Dreifachturnhalle und Außensportanlage vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung und Förderung sportlicher Neigungen. Grüß Gott im Unterallgäu, heißt es seit 1972, als im Zuge der Gebietsreform der neue Landkreis gebildet wurde. Im Zuge der Gemeindegebietsreform wurden die Orte Egelhofen, Schöneberg, Weilbach und Heinzenhof nach Pfaffenhausen eingemeindet. Sitz der Gemeindeverwaltung war damals das alte Rathaus. 1978 wurde die Verwaltungsgemeinschaft mit den Nachbargemeinden Oberrieden, Salgen und Breitenbrunn gegründet. Damit wurde die Verwaltung von 7.300 Einwohnern und 107 Quadratkilometer Fläche zentral zusammengefasst. Das in neuem Glanz erstrahlende alte Schulgebäude im Zentrum von Pfaffenhausen beherbergt heute die Einrichtungen der Verwaltungsgemeinschaft, das Büro des Bürgermeisters und das Standesamt. Ein Krankenhaus für Pfaffenhausen. Es wurde Wirklichkeit und am 1. Januar 1910 eröffnet. 1949 wurde das Krankenhaus erweitert und 1960 auf 49 Betten ausgebaut. Das Krankenhaus wurde im Juli 1974 geschlossen und ging 1985 in den Besitz der Gemeinde über. Seit 1975 zwischenzeitlich zu verschiedenen Zwecken genutzt, drohte es zu verkommen und stand ab 1999 leer. Im Jahr 2002 schließlich der Plan, es in ein Seniorenzentrum zu verwandeln. So entstand das integrative Senioren- und Begegnungszentrum St. Anna, welches 2007 eröffnet und wie das Blindenheim von den Ursberger Schwestern betrieben wird. Es bietet über 30 Senioren eine Möglichkeit, ihren Lebensabend in einer modernen und zufriedenstellenden Einrichtung zu verbringen. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges war der Nahrungsmittelanbau vorrangig. So wurde für geraume Zeit unter anderem Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffel, Zuckerrübe und Kraut angebaut. Auch die Tierhaltung und Milchproduktion kam in Schwung und immer mehr Kühe grasten auf den umliegenden Weiden. Landmaschinen ersetzten nach und nach die schwere Handarbeit und nationale und europäische Einflüsse veränderten die Landnutzung. Die Tierhaltung ist stark zurückgegangen und der Anbau von Erdfrüchten und Getreide wurde zugunsten des Maisanbaues größtenteils aufgegeben. Mais, Monokultur, soweit das Auge reicht. Der Anbau von Mais lohnt sich, denn das daraus gewonnene Biogas ist gefragt.
Doch Monokulturen laugen den Boden aus und verdrängen den Lebensraum von Vögeln und sonstigem Tierleben. Aber nicht alle Landwirte haben sich dem neuen Trend angeschlossen und ernten für die heimische Viehhaltung. So auch auf dem Anwesen der Familie Gropper, wo Viehzucht im Vordergrund steht und Futtermais für den Winter eingelagert wird. Im Sommer jedoch erfreuen sich die Tiere im Stall am saftigen grünen Gras. Sehr glückliche Momente gab es 2010 auf dem Gropperhof, als nach gut 30 Jahren gesunde Drillingskälber das Licht der Welt erblickten. Von weitem schon grüßt die St. Stephanskirche und am Ortseingang empfängt die mit blühenden Kastanienbäumen gesäumte Hauptstraße den Besucher. Entlang der Hauptstraße reihen sich viele Geschäfte mit einem guten Angebot für den täglichen Bedarf. Die Häuserfronten wechseln von traditionell über geschmackvoll renoviert bis hin zum Neubau. Zahlreiche Handwerksbetriebe sowie kleine und mittelständige Unternehmen bieten viele attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten.